Ein turbulenter Tag, dieser 1. April 2012 bei den Gästen von Alemannia Aachen. Ralf Außen, der Trainer der NRW-Ligamannschaft, hier gerade im Bild mit Michael Boris. Er übernimmt nach diesem Spiel das Zweitligateam von Alemannia Aachen nach der Entlassung von Friedhelm Funkel. Also für den Aachener Coach heute das letzte Spiel in der NRW-Liga und das gegen die Sportfreunde Siegen. Auch mit dabei ein bekanntes Gesicht im Siegerland, Peter Cestonaro, Trainer des TuS Erdebrück, der bald wieder gegen die Sportfreunde Siegen spielt. Den gehörte dann auch die erste Möglichkeit, die in Rot spielenden Hausherren erobern den Ball im Mittelfeld, Issa und Grebe. Und dann kommt der Zuckerpass von Alexander Hettich und Julian Jakobs lupft da über den Aachener Keeper. 1:0 nach 10 Minuten für die Sportfreunde Siegen. Und der Treffer natürlich nochmal in der Wiederholung. Schöner Pass in den Lauf von Alexander Hettich. Und dann wunderschöner Treffer hier von Julian Jakobs. Diesmal kam er nicht über die Außen, sondern durch die Mitte. Und das macht die Sportfreunde Siegen aus. Sie sind schwer berechenbar für die Gegner. Und jeder bei den Sportfreunden kann Tore schießen. Ein weiteres hätte es fast gegeben nach diesem Eckball für den ehemaligen Aachener Spieler Leon Binder, der kurz vor seiner Vertragsverlängerung steht. Dazu aber gleich mehr in unseren Interviews mit dem ehemaligen Aachener Spieler und dem sportlichen Leiter der Sportfreunde Siegen, Lutz Lindemann. Die erste kleine Möglichkeit für Alemannia Aachen, aber das war mehr Glück als Können und die Sportfreunde Siegen, sie ließen wenig zu von den Gästen. Jetzt waren die Aachener mal im Siegener Strafraum, aber so wirklich brachten sie den Ball nicht auf das Siegener Tor und das kam dann am Ende dabei raus. Ein ungefährlicher Schuss auf den Kasten von Raphael Kotscher. Julian Jakobs jetzt wieder über rechts, läuft seinem Gegenspieler davon und da lauerte wieder Leon Binder, wollte wieder seine Kopfballstärke einsetzen, aber nach wie vor 1:0 für die Sportfreunde Siegen. Dann Freistoß, Grebe bringt den Ball vors Tor. Und im Nachschuss ist es dann Issa, aber direkt in die Arme des Aachener Schlussmanns. Und dann war erstmal Halbzeit, also die Sportfreunde Siegen, sie gehen mit einem 1:0 Vorsprung in die Kabine. Und das war auch das Endergebnis beim Hinspiel im Aachener Tivoli. Unverändert kam die Mannschaft von Michael Boris in der zweiten Halbzeit auf den Rasen. Und unverändert ging es auch weiter. Julian Jakobs zu Grebe. Grebe lupft den Ball zu René Lewejohann. Der zieht ab. Und wir hätten dem Siegener Spieler mit der Nummer 9 einen Treffer gegönnt. Aber diesmal klappte es leider nicht. Langer Freistoß aus der eigenen Hälfte von Leon Binder. Alexander Hettich. Da bekommt er zu viel Rücklage, zieht den Ball übers Tor. Also nach wie vor knapp die Führung für die Sportfreunde Siegen, aber absolut verdient. Und in der zweiten Halbzeit hatten sie die Aachener noch mehr im Griff als in den ersten 45 Minuten. Alexander Hettich legt auf für Daniel Grebe, aber der Aachener Schlussmann, dritter Torwart der Zweitligamannschaft, er hält sicher diesen Ball fest. Dann Julian Jakobs von der rechten Seite, Ball abgefälscht. Und der Schlussmann von Alemannia Aachen, er wird lauter zu seinen Abwehrspielern. Langer Abschlag dann von Raphael Kotscher zu Sven Michel. Sven Michel auf der linken Seite und dann kommt der Ball in die Mitte. Lewe lässt durch, aber Waldemar Schattner, der zwischenzeitlich eingewechselt wurde, er hatte nicht mit diesem Ball gerechnet. Jetzt nochmal Aachen mit einem schönen Fallrückzieher, aber auch der ungefährlich für das Siegener Tor. René Lewejohann, er rieb sich auf in diesem Spiel. Waldemar Schattner, Schattner! Und dann fehlt da vielleicht die letzte Kaltschnäuzigkeit, um hier den Sack endgültig zuzumachen. Schattner legt hier nochmal auf für Issa. Issa kommt zwar durch, aber im letzten Moment kann Alemannia Aachen klären. Die Sportfreunde gewinnen am Ende mit 1:0
gegen die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen. Jetzt geht's nach Herne zu dem Ex-Verein von René Lewe-Johann, die gegen den Abstieg spielen. Aber auch die sollte man nicht unterschätzen. Und danach ist Derby-Time. Da empfängt der TuS Erntebrück im Pulverwaldstadion die Sportfreunde Siegen. Und so viel können wir jetzt schon sagen. Die Zusage haben wir. Dieses Spiel können Sie dann auch live sehen auf siegen-tv.com. Julian Jakobs, erstmal danke für ein super geiles Spiel, was du in der 10. Minute selber mit dem Tor gekrönt hast. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Ja, insgesamt war es natürlich ein Kampfspiel. Ne? Auf den Plätzen momentan ist es schwer, so das komplette Spiel so richtig aufzuziehen. Deswegen war uns von vornherein klar, dass es ein Kampfspiel wird. Und da Aachen auch eine spielstarke Mannschaft ist, haben wir gedacht, wir müssen die von Anfang an niederfighten. Und ich denke, das haben wir gemacht. Und bei uns, die Fußballer, sind wir stark. Das kommt dann irgendwann von alleine. Und wir müssen über den Kampf gegen so Mannschaften vor allen Dingen ins Spiel kommen. Haben wir super gemacht. Und wenn man dann mal 1-0 in Führung geht, dann haben wir das, müssen wir vielleicht den Sack irgendwann zumachen. Aber haben in der zweiten Halbzeit, glaube ich, keine Torchance zugelassen. Und deswegen geht der Sieg, denke ich, auf jeden Fall in Ordnung. Bei Aachen geht es im Moment ein bisschen drunter und drüber mit Trainerentlassungen von Funkel. Hat man sowas als Gegner auch so ein bisschen im Hinterkopf? Spekuliert man da so ein bisschen auf Unruhe beim Gegner? Ah, das geht ja da ganz oben in der zweiten Liga ab. Ne? Also deswegen, ich hab das auch noch gar nicht so genau gehört. Aber Ralf Außen soll nachrücken. Ja, ich weiß nicht, inwiefern es bei denen im Kopf ist, ne? von Aachen, das vielleicht. Aber bei uns, ich wusste davon, wie gesagt, gar nichts. Jetzt geht's gegen Westfalia Herne. Ein vermeintlich leichter Gegner, aber auch die nicht zu unterschätzen, oder? Ja, das ist genauso ein Kampfspiel. Ne? Die können vielleicht, sind fußballerisch nicht so stark wie Aachen. Trotzdem werden die fighten und kämpfen und sich in jeden Ball reinwerfen. Der Platz wird wahrscheinlich kein Teppich sein, genau ähnlich wie hier. Und da müssen wir uns genauso wieder reinbeißen ins Spiel, reinfighten und dann irgendwann unsere fußballerische Klasse dann ausspielen. Jule, dann nochmal danke für ein geiles Spiel und schönen Rest runter. Ja, danke schön. Leon, viele alte Gesichter oder bekannte Gesichter heute gesehen. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? War ein recht aufreibendes Spiel, ein spannendes Spiel, oder? Ja, war klar. Also wir hatten ja einen Gegner mit Qualität heute hier. Haben aber ein gutes Spiel hingelegt, weil wir kompakt standen, weil wir vorbereitet waren auf den Gegner. Und ich würde sagen, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Gerade in der zweiten Halbzeit habt ihr eigentlich keine richtige Chance mehr von Aachen zugelassen. Hättet aber frühzeitig ein paar Mal den Sack zumachen können. Wie aufreibend ist das dann, wenn das 2-0 nicht fallen will? Ja, es geht immer darum, dass man konzentriert ist in 90 Minuten. Selbst wenn wir das 2-0 nachgelegt hätten, ist noch keine Garantie, dass wir gewinnen. Wir haben es überragend verteidigt heute, haben wirklich nichts zugelassen und dann reicht auch ein Tor. Ne? Du wirst keinen Trainers preisgeben, aber Lutz Lindemann rief dich gerade nach dem Spiel noch auf den Platz. Ging es vielleicht um die Vertragsverlängerung bei den Sportfreunden Siegen? Ja, wir sind in sehr, sehr guten Gesprächen und der Plan ist, dass ich die Tage mich dazu erkläre, dass ich weiter in Siegen bleibe. Ja. Das wäre schön und wir würden uns da wahnsinnig drüber freuen. Schönen Sonntagabend noch. Alles klar, danke. Lutz Lindemann, Sie standen, glaube ich, die ganze Zeit hinter uns, haben das Spiel auch oben von der Tribüne beobachtet. Wie haben Sie es gesehen? Ich stehe jedes Mal hinter euch und habe dem Trainer in der Halbzeit das ein oder andere gesagt, was wir besser machen müssen. Die Aachener hatten viel Spielraum vor unserem eigenen 16er. Wenn da mal so ein Pass kommt von den Leuten, die im Profibereich schon dabei sind, dann machen die ein Tor, das müssen wir verändern. Wir standen dann hinten gut, zweite Halbzeit sehr gut. Ich glaube, die hatten keinen Torschuss. Und ich muss natürlich sagen, wir müssen unsere Konter ein bisschen besser ausspielen. Das ist natürlich leichter gesagt. Wir haben hier die Platzverhältnisse, die für beide Mannschaften nicht besonders sind. Das ist aber normal um diese Zeit. Heute war für mich eben wichtig, dass die Mannschaft diese Moral hat, wie wir sie im Herbst hatten. Dass wir daran glauben, dass wir diese Gegner mit Kampf und Einsatz umbiegen. Und wo dann der ein oder andere, der sogenannte Leistungsträger, dann auch seine Leistung abruft. Da bin ich rundherum zufrieden. Aber wie ist das zum Haar rauf, wenn man sieht, eigentlich müsste es 2-0 fallen, dann ist vielleicht alles hier erledigt und es bleibt spannend bis zum Schluss? Ja, das ist ja die Unbekannte, die jede Woche Tausende, Hunderttausende im Stadion erleben. Wenn es sich natürlich betrifft, ist es manchmal nicht so einfach. Nur, wenn jeder Schuss ein Treffer wäre, wäre nicht Fußball. Und wir haben da unsere Defizite erkannt, der letzte Pass muss halt ein bisschen besser kommen und dann machen wir hier das 2 oder 3-0 aus dem Konter und ersparen uns dann so diese Dinge, wo der Puls leicht mal auf 180 geht. Aber ich bin sehr zufrieden, die Mannschaft, die kommt wieder und ich denke, wenn wir noch 2-3 Spiele haben, dann werden wir sehen, dass wir zu alter Qualität kommen. Das war heute ein Ansatz. Sie haben eben nach dem Spiel Leon Binder noch auf den Rasen gerufen. Heute wurde schon von der Neuverpflichtung bekannt gegeben. Und er sagt gerade eben, es sieht ganz gut aus, dass er in Siegen bleibt. Was können Sie vielleicht dazu sagen? Ja, der Leon und ich, wir sind jetzt seit einer Woche, ich bin mit ihm mehr zusammen als mit meiner Frau.
Das hängt damit zusammen, dass sie nicht hier ist, aber ich bin mit ihm in ganz engen Gesprächen und ich denke, ja, wir sind uns zu 99,9 einig, aber wir geben das nicht heute bekannt, sondern wir gucken mal. Wir würden uns freuen, wenn er hier bleibt, ist ein guter, starker Spieler und Ihnen wünschen wir jetzt noch einen schönen Sonntag-Restnachmittag. Alles klar, Dankeschön. Ja, ich hätte gerne heute das 41. oder 42. Tor, das wir hätten vorlesen können, mit dazu beigetragen, aber wenn man in 90 Minuten nicht ein einziges Mal aufs Tor schießt, doch, Quatsch, einmal haben wir geschossen von 45 Metern, dann kannst du natürlich nichts holen und ja, wir haben vor dem Spiel davor gewarnt, dass Issa immer wieder versucht, diagonale Bälle auf die schnellen Spitzen, Michel und Jakobs, die über beide über genügend Tempo verfügen. Und genau so einen Ball haben wir dann leider bekommen, weil wir den Ball im Mittelfeld verloren haben, leichtfertig verloren haben, dann langer Ball. So, und wenn du dann ein bisschen schlauer spielst, dann rückst du nicht nach vorne, sondern nimmst einfach diese Bälle mit auf, gehst ein bisschen tiefer und dann wäre das nicht passiert, aber hätte, wenn und aber. So haben wir 1-0 verloren. Gratuliere meinem Kollegen Michael Boris, der jetzt beide Spiele 1-0 gewonnen hat. Micha, ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr auch mal gegen dich mal wieder gewinne. Wie gesagt, letztendlich können wir uns dafür nichts kaufen. Unsere Serie ist gerissen und ja, wie gesagt, Glückwunsch nach Siegen. Ja, schönen guten Tag zusammen. Erstmal danke, Ralf, für die Glückwünsche. Wenn ich höre, wie die anderen gespielt haben, war das immens wichtig für uns, weil ich der Mannschaft unter der Woche auch schon gesagt habe, wir müssen den Liga-Alltag halt auch gewinnen und bespielen und uns nicht auf diese drei Nachholspiele, wobei gegen Viktoria noch eins dabei ist, also eigentlich gegen die zwei Nachholspiele. Und das ist uns heute geglückt. Von der Mannschaft her, ja, muss ich sagen, die ganze Ansprache innerhalb der Woche galt immer, dass wir heute keinen Fußball spielen wollen, sondern erstmal Fußball kämpfen wollen. Der Platz, wir trainieren halt nur auf Kunstrasen, ist nicht so eben, obwohl er natürlich schon im besseren Zustand ist. Und ich denke, man konnte von der ersten Minute sehen, dass wir die Zweikämpfe gesucht haben, dass wir auch welche gewonnen haben, wie vor dem 1-0 zum Beispiel. Und gebe ich dir auch recht, Ralf, ich habe wenig Torchancen von Alemannia Aachen gesehen, weil wir gerade auch in der zweiten Halbzeit, wir waren präsent, wir haben gedoppelt. Wir haben die Bälle klar geklärt. Wenn ich das letzte Spiel gegen Duisburg sehe, wo wir sie einfach viermal eingeladen haben, war das heute schon eine richtig gute Steigerung. Dass ich natürlich mit der Chancenauswertung hinten raus für mein Herz nicht zufrieden bin, können Sie sich vorstellen, aber unterm Strich 1-0. Und man muss sich einfach auch mal von dem Gedanken weg oder befreien, ja, 9-0, 6-1, das hat eigentlich nichts mit Fußballergebnissen zu tun. Und wir reden hier über Alemannia Aachen, die als Tabellenzweiter hingekommen sind. Na klar, müssen wir einen besseren Konter setzen, aber unterm Strich fragt den Felbert oder den Uerdingen keiner danach. Wir haben 44 Punkte, wir haben ein Tor mehr geschossen. Gerade heute war es ganz, ganz wichtig. Die Jungs haben bis Mittwoch frei, weil nach dieser englischen Woche oder nach diesen Fahrten nach Bielefeld ist das auch ganz wichtig, dass sie mal Ruhe haben, dass sie sich nicht sehen, weil sonst sehen wir uns, glaube ich, bis zum 3.6. jeden Tag. Und dann müssen sie auch mal ein bisschen frei haben. Ich bin stolz drauf, wie gesagt, gerade weil wir heute nicht nur Fußball gespielt haben, sondern gekämpft haben. Und ja, wir wurden belohnt. Und Samstag geht es in Herne weiter. Vielen Dank. Michael, hinter uns steht ein Plakat. Sportfreunde Siegen, ein schönes Stück Arbeit. Heute war es ein hartes Stück Arbeit, um Alemannia da in Schach zu halten. Weil die hatten ja doch recht schnelle Spitzen, haben aber im Endeffekt, wie der gegnerische Trainer gesagt, eine kleine Torchance noch zu Buche stehen. Ja, wenn man sieht, dass Stiepermann und Junglas von oben runtergekommen sind, macht man sich schon seine Gedanken. Potzer vorne drin, also die sind ja nicht Tabellenzweiter, weil sie irgendwas nicht können, sondern weil sie ganz, ganz viel können. Sonst wären wir ja Zweiter, obwohl wir Nachholspiele hätten. So, und ich sag mal, Hut ab vor der Mannschaft heute, die in der ersten Halbzeit gut gegen den Ball gearbeitet hat, in der zweiten. Finde ich natürlich bei euch auf dem Video mit Sicherheit auch zwei, drei Situationen, die ich nochmal zeigen kann, aber mal Spaß beiseite. Wir haben richtig gut gegen den Ball gearbeitet. Jeder hat abgesichert. Ich habe vorher auch gesagt, verlangt kein Dankeschön und das hat man heute gesehen. Also der eine hat dem anderen geholfen, hat gedoppelt, wie viele Wege die außen gemacht haben, Sven und Jule auch in der Rückwärtsbewegung. Alex Hettich hat heute auch super gegen den Ball gearbeitet. Ich möchte keinen loben. Aber die Abwehrspieler arbeiten generell gegen den Ball, aber wir haben wirklich die ganzen 11 Mann, haben super und vor allem konzentriert dagegen gearbeitet. 1-0 im Hinspiel, 1-0 im Rückspiel, aber zum Schluss hätte es vielleicht noch ein, zwei Tore geben müssen. Lutz Lindemann sagte eben, der letzte Pass, der muss eigentlich kommen.
Ja, das habe ich dir letzte Woche auch gesagt. Ne? Auf Kunstrasen spielen wir den letzten Pass so. Und da ist eine Unebenheit. Oder du musst ja auch sehen, in der 88. bin ich nicht mehr so konzentriert wie am Anfang. Aber wir haben sie nicht reingemacht. Das ist ganz gut so. Nicht, dass man die hier vielleicht noch 3-0 besiegt und alle sagen, ja, guck mal, so hat man gesehen. Die Konkurrenz ist stark. Wir müssen uns das erarbeiten, ein hartes Stück Arbeit, was ich jede Woche immer wieder sage. Und das fängt nächsten Samstag wieder um 15 Uhr gegen Westfalia Herne an. Du sprichst es an, Westfalia Herne steht im Tabellenkeller, da geht es auch drunter und drüber. Spieler verlassen den Verein. Trotzdem ist die Mannschaft mit oder der Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber wie stellst du dann die Mannschaft ein, dass sie nicht nach dem Tabellenplatz guckt? Ich glaube, da kennst du mich auch ganz gut, das ist mir völlig egal. Und wenn die Erster werden, ne, wir müssen da konzentriert ran. Auch die haben wir beobachtet. Wir werden natürlich mehr Spielanteile haben, weil ich denke nicht, dass sie uns da anlaufen werden, frisch, fromm, fröhlich, frei. Und da heißt es dann einfach, wieder einen Plan zu haben, den wir heute auch hatten, auch mit Ball. Und dann ein Tor in Herne zu erzielen und wenn wir nur eins erzielen, ne, das ist mir auch so egal, Hauptsache 3 Punkte. Mal ganz kurz zurück zum heutigen Spiel. Der gegnerische Trainer wird jetzt die Zweitligamannschaft von Alemannia Aachen in Zukunft trainieren. Also da ging es auch heute ein bisschen turbulent zu. Inwiefern spielt das bei euch in den Hinterköpfen vielleicht auch eine Rolle? Nee, gar nicht. Ich kenne Ralf ja noch aus Rot-Weiß-Essen-Zeiten. Er ist Trainer der U23, der haben oben den ersten entlassen. Ich glaube nicht, dass die Jungs da auf dem Platz heute drüber nachgedacht haben, was Ralf außen morgen trainiert. Oder ich denke, der Co-Trainer wird das übernehmen. Da hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Ich muss einfach sagen, Aachen war gut und wir haben einfach das Tor gemacht und waren, glaube ich, unterm Strich das Tor besser. Dann wünschen wir jetzt ein paar schöne freie Tage und leg den Herrn ein paar Jahre ins Netz am Wochenende. Ja, wir versuchen es, danke.